Gerüchte, Halbwahrheiten und jede Menge Spekulation zum neuen Brokkoli-Gesetz. Und bevor ich weiter den Kopf zerbrecht, haben wir für euch den Insider überhaupt. Dirk Heidenblut. Er ist nämlich drogenpolitischer Sprecher der SPD und er gibt uns heute einen Einblick in die echten Fakten und räumt mit den Mythen auf. Also, Ohren auf und los geht's. Bevor ich nun wieder auf unzählige Anfragen antworten muss, weil irgendein Minister erklärt hat, man würde in den Ländern das Gesetz zustimmungspflichtig machen und dann schon Cannabis verhindern. Also das ist natürlich völliger Unfug. Ich vermute auch, der Minister hat das so nicht gesagt, weil selbst Ministerinnen und Minister werden wissen, dass das Grundgesetz definiert, was zustimmungspflichtig ist und was nicht. Und wir werden dafür sorgen, dass dieses Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist und damit nicht verhindert werden kann im Bundesrat. Und einen Satz noch, weil mir immer wieder das mit den SPD-Ministerinnen und Ministern gesagt wird. Naja, das Gesetz ist natürlich hart umstritten und nicht jeder, auch nicht jeder und jede in meiner Partei ist schon auf dem Weg zu einer modernen, vernünftigen, am Menschen ausgerichteten Drogen- und Suchtpolitik, ist schon auf dem Weg, Cannabis so zu akzeptieren, wie Cannabis ist und dafür zu sorgen, dass das Unrecht der Prohibition aufhört und glaubt immer noch, mit Unrecht und Prohibition könnte man irgendwas erreichen. Das wird sich wohl ändern, wenn das Gesetz da ist.